Hallo allerseits und willkommen zurück bei 12 Lektionen, ein Blick in Uwes Werkzeugkasten. Heute sind wir wieder bei Friederike Reinhold und Winfried Kellmann in der Buchhandlung mit dem wunderschönen Namen Belletrist in der Amsterdamer Straße 27 in Berlin-Wedding. Ein wunderbarer Laden, ich empfehle sehr, hierher zu kommen. Sehr nette Leute und eine riesen Auswahl an ganz, ganz tollen Büchern. Kommt hierher und kauft hier bei dem lokalen Buchhandel. Unbedingt. Heute geht es um Plot. Was ist der Plot? Als allererstes ist der Plot mal eine Geschichte. Eine Geschichte, die uns hilft, etwas über uns und die Welt zu erfahren. Und es gibt verschiedene Grundmuster in Geschichten. Da kommen wir später noch dazu. Den Plot finden wir überall. Wir finden ihn in Sagen, wir finden ihn in Filmen, in Romanen. Der Plot ist das, was letzten Endes uns eine Geschichte erzählt und wie sie uns eine Geschichte erzählt. Ich habe hier ein schönes Beispiel dafür, da wollte ich euch unbedingt erzählen. Ich habe es vor kurzem gefunden in einem Buch. Und zwar ist es ein ganz, ganz purer Plot und der geht so. Eine Frau kommt nach Hause, findet ihren Hund, einen Dobermann, auf dem Boden liegend. Der Hund erstickt beinahe. Sie packt diesen Hund, fährt ihn zu einem Tierarzt und sagt, mein Hund erstickt, Sie müssen etwas tun. Der Hund bleibt bei dem Tierarzt, sie fährt nach Hause. Kaum ist sie zu Hause, ruft der Tierarzt sie an und sagt, gehen Sie sofort aus dem Haus, verlassen Sie sofort Ihr Haus, unbedingt. Sie verlässt das Haus, die Polizei kommt, der Tierarzt kommt auch und sagt, ich weiß, warum der Dobermann beinahe erstickt wäre, er hat zwei menschliche Finger im Rachen. Daraufhin durchsucht die Polizei das Haus und findet einen Mann in einem Schrank, ein Einbrecher, könnte man meinen, dem zwei Finger fehlen und der schrecklich blutet und Schmerzen hat. Ein ganz purer, einfacher Plot. Er ist spannend. Und er wirft viele Fragen auf. Ist es ein guter Plot? Naja, ich weiß nicht so recht. Es wäre ein guter Plot, wenn wir mehr über die Figuren wüssten. Zum Beispiel, wer ist diese Frau? Ist sie eine Ärztin? Ist sie eine Polizistin? Ist sie eine Verbrecherin? Ist sie eine Wissenschaftlerin? Wo war sie, wenn sie nicht zu Hause war, als der Hund diesen Mann entdeckt hat? Was hat sie in dem Haus gehabt? Warum gibt es dort ist dort jemand eingebrochen? Wer ist dieser Einbrecher? Ist das jemand, der Drogen gesucht hat? Ist es jemand, der Schmuck gesucht hat? Hat er ein wissenschaftliches Geheimnis gesucht? Was ist mit dem Tierarzt? Steckt er vielleicht mit diesem Mann unter einer Decke? Je mehr Fragen wir uns über die Figuren stellen, umso interessanter wird dieser Plot, umso mehr fängt er an zu leben. Was ich damit sagen will, ist, ein Plot, der eine reine Geschichte erzählt, ist großartig. Noch großartiger wird er dann, wenn die Figuren, die darin vorkommen, anfangen zu leben, wenn sie eine Geschichte kriegen, wenn sie ein Wollen haben, wenn sie etwas unbedingt haben wollen. Wir erinnern uns, in einem früheren Video habe ich erzählt von Wollen und Brauchen, Want versus Need. Was will diese Frau? Wer ist sie? Was braucht sie? Was will der Mann im Schrank? Was braucht er? Je mehr wir diese Fragen beantworten und komplexe Figuren entwerfen, umso spannender, umso toller und so runder wird auch eine Geschichte. Was ist unsere Herausforderung, wenn es um einen Plot geht? Die Herausforderung ist sicher, so viel wie es nur irgend geht zu lesen, so viel wie es nur irgend geht sich anzuschauen, Filme, Serien, zu lernen davon, wie andere Leute Geschichten erzählen. Weil wir wollen mit unseren Geschichten mindestens so gut sein wie das, was wir lesen und was wir anschauen. Und die große Herausforderung ist, von den Plots, die es schon millionenfach gibt, eine Version zu finden, die neu ist, die anders ist, die entweder Wendungen hat, die wir vorher noch nicht gesehen haben, die Überraschungen birgt oder die vielleicht auch Figuren hat, die wir vorher noch nicht so gesehen haben. Letzten Endes sind in der griechischen Antike, in den griechischen Mythen, eine Handvoll Geschichten erzählt worden, Rachegeschichten erzählt worden und dann plötzlich gibt es so eine Rachegeschichte wie der Graf von Monte Cristo und es gibt eine Rachegeschichte noch davor von Hamlet, ganz unterschiedliche Rachegeschichten, die aber alle auf alten Rachegeschichten basieren. Also hier haben sich Autoren etwas ausgedacht, haben einen Urplot nochmal verwendet und verändert und haben etwas Tolles geschaffen. Das ist die große Herausforderung, sich immer wieder damit auseinanderzusetzen, wie man eine Geschichte erzählen kann, wie man etwas Neues erzählen kann. Es gibt unterschiedliche Arten von Plots. Es gibt Plots wie einen Action-Plot. Wir kennen diese Plots aus endlos vielen Jack Reacher-Geschichten von Lee Child. Wir kennen sie aus
David Baldacci-Geschichten. Wir kennen diese Geschichten, wo es darum geht, dass es sehr spannend Dinge passieren, dass große Gefahren bestehen. Die Figuren sind in diesen Plots, in diesen Abenteuer- und Action-Plots nicht so von großer Bedeutung. Sie sind wichtig, sie müssen eine Tiefe haben, aber sie sind nicht von so großer Bedeutung. Zum Beispiel nicht von der gleichen Bedeutung, die eine Liebesgeschichte hat. In einer Liebesgeschichte geht es viel mehr um die Figur. Es geht darum, was diese Figur will, welche Schmerzen sie erlitten hat, wen sie unbedingt erreichen will, wen sie gewinnen will. Es hat ganz viel mit ihrer Geschichte zu tun, mit ihrem Verhältnis zu anderen Menschen zu tun. Das gibt es bei Jack Reacher auch, aber es ist nicht so von so großer Bedeutung. Bei Jack Reacher wollen wir wissen, was ist passiert, wie kann Jack Reacher damit umgehen und wie wird er am Schluss den Fall lösen. Eine Liebesgeschichte erzählt sanfter, sie erzählt viel näher an Figuren dran und eigentlich könnte man sagen, es gibt eine Art von Plot, die mehr von Männern gesehen wird und gelesen wird, das sind Action- und Abenteuergeschichten, und es gibt eine Art von Plot, die mehr von Frauen gesehen wird und das sind Geschichten, in denen es um Liebe geht und um Verwandlung geht, auch um politische Dinge geht, aber es gibt da schon einen, das wird euch, wenn ihr hier zu Belletrist kommt, wird man euch das zeigen und sagen können, es gibt da schon einen feinen Unterschied. Das Geheimnis eines guten Plots ist letztendlich eine ganz einfache Geschichte. Es ist ein Rätsel. Ihr als Autorinnen und Autoren kennt ein Geheimnis, ihr kennt ein Rätsel und ihr werdet jetzt alles tun, um den Zuschauer und den wenn ihr Drehbücher schreibt, und die Leserin und den Leser, wenn ihr Romane schreibt, langsam an dieses Geheimnis heranzuführen. Ihm immer wieder ein Stückchen und ihr immer wieder ein Stückchen von dem Rätsel zu verraten. Nicht viel. So, dass sie bei der Stange bleiben, so dass sie immer fragen, ja, wie geht's denn jetzt weiter, was kommt denn als nächstes? Dieses Rätsel enthüllt ihr Stück für Stück für Stück und am Ende hat man die Lösung dafür. Ist das Geheimnis verraten, ist das Geheimnis offenbart und wir sind zufrieden oder wir sind manchmal auch unzufrieden, weil es nicht so gelaufen ist, wie wir uns gedacht haben. Aber es ist eine runde Geschichte geworden. Das Rätsel ist der Grundbegriff und die Grundmotivation eines guten Plots. Wir haben jetzt ein wenig über Plot gesprochen, über unterschiedliche Plots gesprochen und ich will euch noch ein Buch empfehlen, davon habe ich schon mal gesprochen. Das sind hier die 20 Masterplots. Der Kollege Ronald B. Tobias hat 20 Plots identifiziert. Die große Frage ist immer, wie viele Plots gibt es eigentlich? Wie viele Grundplots gibt es? Gibt es zwei? Gibt es, was weiß ich, 69? Gibt es Millionen? Diese Frage ist nicht wirklich beantwortet und sie lässt sich auch nicht beantworten. Aber was der Kollege hier gemacht hat und was richtig toll ist, er hat erstmal 20 Plots identifiziert und ich will euch da mal ein paar davon vorlesen und zumindest mal die Überschriften vorlesen. Er findet zum Beispiel, es gibt den Plot nach der Suche, den Plot das Abenteuer, die Verfolgung, die Rettung, die Flucht, die Rache, das Rätsel, die Rivalität, der Underdog, die Versuchung, die Metamorphose, die Verwandlung, die Reifung, die Liebe, die verbotene Liebe natürlich auch, das Opfer, die Entdeckung, die Grenzerfahrung. Und dann gibt es noch einen Masterplot 19 und 20 und der heißt Aufstieg und Fall. Man muss sich nicht daran halten, was der Kollege hier schreibt, aber es ist zumindest so, dass er uns einen Einblick gibt darin, wie andere Autoren Plots geschrieben haben und wie sie entwickelt haben. Ich habe eben schon mal gesprochen vom Graf von Monte Cristo und von Hamlet und von Jack Reacher-Geschichten, Rache-Geschichten, die alle sehr unterschiedlich sind. Und Tobias beschreibt uns unterschiedliche Plots und gibt manchmal Inspiration. Mitunter hilft mir das, wenn ich irgendwann mal feststecke und denke, wie geht eigentlich meine Geschichte weiter und was für eine Art von Geschichte erzähle ich eigentlich? Wo sind die Wendungen, wo sind die Überraschungen? Dann hilft es mir, da reinzugucken, mich inspirieren zu lassen und dann schlage ich das Buch wieder zu, lege es beiseite und entwickle meine eigene Geschichte weiter. Auf www.uwewilhelm.de werdet ihr ein paar PDF finden, die euch helfen, euch zu orientieren, in denen ihr nochmal in Stichworten das findet, was ich hier erzählt habe und die es euch leichter machen, euch zu orientieren. Und nächste Woche treffen wir uns hoffentlich wieder hier und nächste Woche erzähle ich nämlich über 3 grundverschiedene Plots. Bis dahin, bleibt gesund und wohlauf. Macht's gut.